einfach gefordert, habe ich eben erwähnt. Könnte er seinen 100. Sieg feiern mit den Graz, dann wäre ja gar nicht so eine Überraschung hier. Daheim läuft es ja richtig, das beste Heimteam der Liga. Eröffnet diese Begegnung von rechts nach links in den ersten 45 Minuten. Peter Linker, der in Kharkiv ja aus seiner Sicht ein ganz furchtbares Spiel abgeliefert hat als Innenverteidiger. Da haben dann natürlich auch alle Verantwortlichen eingesehen, okay, das war zumindest ein Versuch, aber diese Position wird Linker so schnell wohl nicht mehr ausfüllen im zentralen Mittelfeld. Da fühlt er sich natürlich sehr wohl und das ist jetzt keine große Herausforderung wohl für ihn, heute unerwartet zum Einsatz zu kommen. Thomas Jung zurück zu Linker und dann Emir Dilawa. Dilawa und Wallner, die beiden haben gemeinsam gerade mal 8 Bundesligaspiele auf dem Buckel. Dilawa, der U21-Teamspieler, der jüngere der beiden, Manuel Wallner, der macht zwar erst sein 3. Bundesligaspiel, ist aber schon unter Anführungszeichen 23 Jahre alt. Hat lange auf seine Chance gewartet und die kam eben jetzt durch diese vielen Ausfälle mit Ort Lechner, Marc Reiter, Rogol schon längere Zeit am Rücken verletzt, Bandscheibenprobleme und zudem ist auch noch Mali ausgefallen, auch der könnte ja ihnen verteidigen. Fest. Im Zentrum nur Kienast und der hatte da keine Chance an den Ball heranzukommen. Burgstaller. Ist schon erstaunlich, dass der Meister nur daheim richtig aufgeigt, abseits von Kienast. Knappe Sache, aber die Fahne, die ging sofort drauf bei Christopher Jäger. Ja, der hat ein ganz gutes Auge. Drei Punkte nur auswärts geholt. Franco Foda und Sturm, das ist natürlich für einen Meister einer Liga eine ganz grausame Bilanz. Gemacht von Jun. Darasit. Dudic rausgerückt. Guter Ball war das von Koch auf Roman Kienast. Und der macht selbst und das gar nicht mal so schlecht. Ist ja auch noch nicht die Saison von Roman Kienast. Klar war der auch einige Wochen außer Gefecht aufgrund seines Mittelfußknochenbruchs. Dann hat er sich auch noch mit einem Magen-Darm-Virus rumschlagen müssen. Und auch deshalb bisher nur 3 Saisontore auf seinem Konto. Das war zum gleichen Zeitpunkt der vergangenen Saison schon etwas besser bei ihm. Da hatte er schon 10 Treffer und war damit der Führende der Torschützenliste. Da ist Dilawa ein bisschen weit weg und auch deshalb kommt Kienast zum Abschluss. Junuzovic. Jun wieder auf Junuzovic rechts. Wäre ein bisschen Platz gewesen für Florian Klein. Ja, der Pass kommt zu spät von Junuzovic. Schön gemacht von Florian Kainz. Auch dieser Ball war richtig gut. Bodul. Standfest, kein Abseits von Joachim Standfest.
Schöner Angriff zunächst Bodol, dann Standfest, der nicht im Abseits steht und der es dann selbst versucht. Romakinas war zudem schon den Schritt vorne. Kein Foul an der Wolf, sagt zumindest Robert Schöckenhofer. Ganz sauber hat es aber nicht ausgesehen. Ja, da kommt die Attacke von hinten und auch wenn der Ball da mit im Spiel war, zu pfeifen wäre es aus meiner Sicht trotzdem gewesen. Zlatko Junusovic hat da recht heftig gearbeitet bei diesem Zweikampf. Klemm unter Druck. Und der Ball ist bei der Austria, bei Alexander Gorgon. Jun. Kein Foul vorne, Weber an Jun. Budul allein auf weiter Flur. Nimmt da schön Patrick Wolf mit und Stieler war klärt. Zwar nicht sauber, aber zumindest bringt er den Ball mal raus. Aus dem 16 Meter Raum. Guter Ball von Lindl rüber zu Junusovic. In Schussposition. Nur der erste Versuch der Austria, hier Czaplina in Bedrängnis zu bringen. Zlatko Junusovic hat auch schon ein paar Wochen nicht mehr getroffen. Und wie einige andere Austrianer konnte er in den letzten Spielen sein Potenzial nicht zu 100% abrufen. Das hat man nicht nur bei den Heimspielen gegen Mattersburg und Wiener Neustadt gesehen. Das war natürlich auch ziemlich krass dann zu beobachten in Kharkiv. Natürlich gegen eine absolute Klasse-Mannschaft. Und dennoch, obwohl die Ergebnisse nicht wirklich gepasst haben, ist die Austria ja weiterhin ganz vorne mit dabei. Jun kann den Ball nicht annehmen. Klein. Ja, das war etwas ungestüm. Von Florian Kainz. Beim nächsten Mal gibt's Gelb. Aber da hat Schöckhofer nicht gleich beim ersten Foul von Sturm auch die gelbe Karte gezeigt, war in Ordnung. Der großartige Kontakt hat gefehlt. Foul war es natürlich, Freistoß für die Austria durch Lindl. Der war zu weit. Michael Lindl heute in seinem 99. Bundesligaspiel. Musste ja mehrere Wochen auf seine Chance warten, aber nachdem Alexander Grünwald zuletzt auch nicht die besten Leistungen angeboten hat, hat sich Karl Dachsbacher zuletzt eben wieder mal für Lindl entschieden, der ja vor allem auch als Joker sehr gute Leistungen gebracht hat. Dillerwan auf der Suche nach seinem Chef in der Abwehrzentrale, Manuel Wallner.
Gorgon. Parasit. Leck doch mal zur Mitte ab. Thomas Jun kommt nicht zum Abschluss. Und dann war Wagner eben nahe genug dran an Roman Kienast. Schöner Angriff über Gorgon, der hat nicht nur die Übersicht, sondern auch den perfekt getimten Pass gespielt. Und dann wird Jun gerade mal eben noch so am Abschluss gehindert. Recht ausgeglichene Anfangsphase hier in Graz-Liebenau. Ganz gutes Tempo in diesem Spiel. Burgstaller, die beiden routinierten Innenverteidiger, ganz im Gegensatz zum violetten Pärchen da in der Verteidigungszentrale. Toller Pass war das von Koch. Und das mit links, da kommt Standfest, natürlich mit rechts. Das verlängert. Seine Zukunft ja noch ungewiss. Er hat mal das Angebot auf eine Vertragsverlängerung ausgeschlagen. Sein erklärtes Ziel ist es, nicht zu Rapid zu wechseln, sondern ins Ausland. Darauf arbeitet er hin und dieser Wunsch, der wird wohl auch in Erfüllung gehen können. Gorgon auf Klein. Michael Lindl hat schon zwei Treffer vorbereitet in dieser Saison, vielleicht jetzt Nummer 3. Nein, das war zu einfach, diese Aufgabe für Silvia Czaplina. Handspiel von Budul. Da haben wir unter anderem Samir Muratovic, Mario Haas, die Ersatzbank bei den Grazern mit diesen beiden prominenten, routinierten Offensivleuten besetzt. Martin Ehrenreich, der zuletzt gespielt hat, auch wieder nur auf der Bank, muss also auf sein 50. Bundesligaspiel noch ein bisschen warten. Dudic. Momentan suchen beide Teams nach dem Rhythmus. Sturm hat es ganz gut begonnen, hatte auch durch Kienast eine passable Gelegenheit vorgefunden. Die Austria dann etwas besser reingekommen in dieses Spiel und mittlerweile warten wir doch schon seit einigen Minuten auf eine brisante Strafraumszene. Dilawa und Wallner haben noch nicht allzu viel zu tun gehabt. Wir spielen ja nicht die ersten Minuten gemeinsam gegen Mattersburg. Musste ja Markreiter raus vor der Pause und auch da hieß das Innenverteidiger-Duo dann schon Dilawa und Wallner und die beiden haben ihre Sache ganz gut gemacht, allerdings war es auch kein echtes Kunststück, denn Mattersburg hat überhaupt nicht nach vorne gespielt. Das sollte heute natürlich ganz anders sein bei diesem Gegner. Lindl. Diese Bälle
kann er fast wie kein Zweiter bei der Austria spielen. Mit der Lindl. Rechts wäre Klein. Und der Weg durch die Mitte, ein Weg, der schon sehr oft erfolgreich verlaufen ist in dieser Saison. Klein, abseits. Schöner Pass war es von Zlatko Junosovic. Ich denke, das war kein Abseits. Gleiche Höhe, wenn überhaupt, von Florian Klein und damit eine erste Fehlentscheidung in dieser Begegnung. Norbert Schwab hat da wohl etwas voreilig die Fahne gehoben. Ein oft gesehener Gast in den letzten Wochen auf der Austria-Ersatzbank. Soll ja auch einen heftigen Disput mit dem Trainer, mit Karl Dachsbacher, gegeben haben. Vielleicht haben sie es den Printmedien entnommen. Und wenn eben Gorgon an der rechten Seite aufläuft und Parasit damit vorne agiert, ist kein Platz für Roland Linz im System von Karl Dachsbacher. Zudem heute bei der Austria noch ein ganz junger Torhüter auf der Ersatzbank. Stefan Krell, der Amateure Goalie, ist heute der Zweier bei den Violetten. Pascal Grünwald hat sich vor einigen Tagen an der Hüfte operieren lassen, erfolgreich. Und Anberger sowieso länger außer Gefecht nach seinem Schienbeinbruch. Peter Linker. Erste Offensivaktion von Linker und die führt gleich mal zu einer Ecke. Junosovic. Sauber geklärt von Michael Lindl gegen Patrick Wolf. Seine Verhältnisse schon lange nicht mehr getroffen hat, in den letzten 4 Pflichtspielen ohne Tor geblieben und dennoch kann sich seine Statistik in Sachen Offensivqualität noch immer sehen lassen, hat immerhin schon 7 Mal getroffen. Heute sein 12. Bundesligaspiel. Mit diesen 7 Treffern ist er ganz vorne mit dabei, momentan in der Torschützenliste, nur einer hat mehr. In Österreich und der spielt heute auch und heißt Nasser Parasit mit 8 Treffern. Da kommt die Ecke von Wolf, die kommt nicht gut. Beide Teams mit sehr unkonzentriert ausgeführten Standards in diesen ersten 19 Minuten, die jetzt vorbei sind. Offensivfeuerwerk ist es noch nicht. Klein. Gorgon. Zaghaftes Pressing von Kienast und Bodul. Ja, der war nicht einfach für Linker, aber dieser Fehler könnte zu einer guten Aktion und einer guten Chance für Sturm führen. Der war sehr gut von Matthias Koch. Zum zweiten Mal, dass Heinz Lindner richtig aufmerksam eingreifen muss. Einmal beim Versuch von Kienast und jetzt beim noch besseren Versuch von Matthias Koch.
Ausgangspunkt der Fehler von Peter Linker, der aber selbst schon in Bedrängnis gebracht wurde. Ja, abgezockt und gut gelöst von Dilawa gegen Kinast. Oh, der nächste Fehler von Peter Linker. Und zu überhastet abgeschlossen von Florian Kainz. Thomas Jun. Parasit nicht im Abseits. Parasit und ganz knapp vorbei. Einmal mehr Thomas Jun, nicht zum ersten Mal in diesem Spiel. Scharfe, halbhohe Flanke von Parasit. Naja, im Sinne des Angreifers entschieden. Und für die Austria ganz wichtig nach diesen zwei Fehlern in der Defensive von Peter Linker hier offensiv gleich ein Zeichen zu setzen. Wallner auf Klein. Das sieht nicht unbedingt souverän aus, was die Austria da jetzt hinten veranstaltet. Das geht auch dem Trainer viel zu langsam. Karl Daxbacher, der jetzt mehr und mehr von außen gestikuliert und versucht, auf seine Spieler einzuwirken. Ja, zum Teil recht abenteuerlich, was da Peter Linker und Co. getrieben haben vor dem eigenen Strafraum. Aber Sturm hat es noch nicht genutzt. Lindl. Jun. Jetzt ist der Platz da für Junuzovic. Hätte er unter Umständen auch selbst abschließen können mit etwas mehr Zug zum Tor. Lindl, langer Ball, Javlina ist draußen und macht alles richtig, aber das war wieder eine sehr gute Chance für die Austria. Das ist sehr einfach gegangen, wie hier Junuzovic freigespielt wurde. Beide Seiten jetzt mit fast unerklärlichen Fehlern. Junuzovic, Jun, Parasit im Abseits. Hat er auch gut gesehen. Lindl. Ja, interessante Idee von Markus Suttner. Sehr viel Kopfschütteln erkennbar bei den Verantwortlichen bei der Wiener Austria. Ein paar gute Momente waren aber auch schon dabei in Sachen Offensive, aber da hat es beim finalen Pass noch die letzte Konsequenz gefehlt. War. Auf diese Ballannahme bei Peter Linker nicht optimal. Natürlich ein Zeichen von Verunsicherung. Nicht mal ein Routinier wie er kann so ein Spiel, wie es in Kharkiv abgelaufen ist, so locker wegstecken. Gut gestanden. Lindl.
Sache. Die Austria zwar nicht fehlerfrei, aber im Spiel nach vorne momentan die zumindest optisch bessere Mannschaft. Bei Sturm geht es da gar nichts mehr in Sachen offensive Spielkultur. Dank der bengalischen Feuer, die da abgebrannt wurden. Bisschen Nebel vor Heinz Lindner. Linker, auch der Pass. Nicht optimal für Florian Klein, was sollte der mit diesem Ball anfangen? Sturm aber viel zu passiv in dieser Phase. Zu weit weg vom jeweiligen Gegner. Klein, gut gemacht. Skorgon weniger. Sauberes Tackling von Manuel Wallner gegen Roman Kienast. Und das hat Franco Foda wiederum ziemlich erzürnt. Diese laxe Aktion von Kienast. Von Parasit an Klem. Das war das erste Foul der Austria und das nach mehr als 27 Minuten. Muss nicht immer ein Zeichen mangelnder Einsatzbereitschaft sein. Wenn das Timing passt, dann kann man auch mal fast eine knappe halbe Stunde ohne Foulspiel auskommen. Und man hat schon den Eindruck, dass die Austria hier besser im Spiel ist. 60% Ballbesitz hier in Graz, das hat nicht jede Mannschaft. Die Austria macht das Spiel, verabsäumt es zwar, richtig große Chancen zu arbeiten, auch weil eben die finalen Pässe noch nicht richtig angekommen sind. Lindl. Gut geklärt von Wolf. Bodul. Und schon ist der Ball wieder weg. Nichts zu sehen vom Selbstvertrauen, was diese Mannschaft hier eigentlich haben müsste. Denn wir haben es ja schon ein paar Mal thematisiert. Da läuft es richtig rund in dieser Saison, überhaupt schon seit 11 Heimspielen in Folge, saisonübergreifend ohne Niederlage. Bei diesen 11 Heimspielen waren immerhin 8 Siege mit dabei. Immer ein Tor gemacht zumindest. Aber die Austria ist eben eine Mannschaft, die sich auswärts wohler fühlt. Und das hat Franco Foda natürlich gewusst, dass hier ein Gegner kommt, der zwar daheim Schwierigkeiten hat, der aber jetzt mal mit Ausnahme der Europa League auswärts doch fast immer gut aufgelegt war und auch die Punkte geholt hat. Und solche Fehler, solche Fehlpässe, die tun natürlich extrem weh, wie jener eben von Matthias Koch. Keins. Der war besser von Koch und damit nach langer Zeit wieder mal Platz für den Torschuss. Bodul setzt da. Immer noch Bodul und den macht er rein. Das ist eine große Qualität bei Darko Bodul, dass er in diesen Situationen einfach ruhig bleibt. 1:0 für Sturm. Damit war in dieser Phase natürlich überhaupt nicht zu rechnen. Aber ein guter Pass von Koch hat ausgereicht, um Patrick Wolf in beste Schussposition zu bringen. Keine optimale Abwehr von Lindner, der zwar nicht richtig zentral den Ball prallen lässt, aber auch eben
nicht perfekt zur Seite abwärts. Dann war niemand bei Darko Bodol. Weiner, der da auch ungestüm attackiert, vielleicht auch hätte ruhiger bleiben müssen bei diesem Duell. Mann gegen Mann sich für das Tackling entschieden hat, und das ist natürlich ein gefundenes Fressen für einen Techniker wie Darko Bodol. Wenn der schnell attackiert wird, macht er natürlich den Haken, bleibt am Ball, bleibt locker im Abschluss, macht sein 8. Bundesliga-Tor, sein 8. Saisontor gleichbedeutet und hat damit jetzt mit Nasser Barazid gleichgezogen. Und 8 Treffer bei 12 Bundesligaspielen, das ist schon mal was. Und die Austria hat es verabsäumt, aus diesem Ballbesitz, aus der Feldüberlegenheit Zählbares rauszuholen, und ist ziemlich bitter dafür bestraft worden. Ja, Roman Kienast hat da eben die gelbe Karte gesehen, das bleibt nicht ohne Folgen. Das war seine 5. in der laufenden Saison, die hätte er sich schenken können. Damit fehlt er beim Abschluss vor der Winterpause in der Bundesliga in Ried. Und das hat Schöngenhofer gar nicht gerne, wenn so mit ihm verbal umgesprungen wird. Bodol nicht im Abseits. Das hat er eben um einiges besser und cleverer gelöst. Aber bei diesem Zweikampf gegen Bodol im Strafraum hat man schon gemerkt, dass Wallner da noch die große Routine fehlt. Aber natürlich hat der Fehler schon vorher begonnen. Wallner war eben dann das letzte Glied in dieser Fehlerkette. Jun. Lindl. Ja, Gorgon wollte den Ball auf die Beine von Christian Klemm spielen. Alexander Gorgon, obwohl zuletzt nicht mehr ganz so überragend, einer der Durchstarter in dieser Saison. Ein echter violetter Lichtblick. Das gefällt ihm natürlich jetzt. A, der Spielstand, B, weiß natürlich auch er, das muss seiner Mannschaft jetzt mehr Selbstvertrauen geben. Da wurde zum Teil viel zu lax agiert in den Zweikämpfen. Die Bestrafung ist aber ausgeblieben, ganz im Gegenteil. Lindl. Suttner, der hatte schon gegen Mattersburg extrem viele Ballkontakte. 138 waren es, Saisonrekord, aber ist auch nicht immer ein Zeichen dafür, dass es bei der Austria läuft, wenn gerade Suttner am meisten Anteil nimmt am Spiel. So, das war wieder ein schöner Ball auf Suttner. Junusovic, der Haken war nicht wirklich zielführend. Da waren zwei, drei Gegenspieler vor ihm und die Schussposition war dennoch nicht die schlechteste an der Strafraumgrenze, und dann hat er sich für das Schwierigste in diesem Moment entschieden.
Vielleicht auch ein Beleg dafür, dass es bei Junuzovic momentan nicht wie gewünscht läuft. Da ist natürlich er besonders jetzt gefragt. Und klarerweise auch ein Nasser Barazid. Ja, Patrick Wolf. Auch er hat eben jetzt Geld gesehen von Schergenhofer. Ganz interessante Tabellenkonstellation natürlich auch, die wir Ihnen nicht vorenthalten wollen. Aber da ist natürlich noch alles drinnen für die Austria, hier sich wieder an die Spitze zu schießen. Aber da muss schon eine Leistungssteigerung her, in gröberem Ausmaß. Es hatte mal ein bisschen Platz, die Idee war auch nicht allzu schlecht, aber stark verteidigt dann von Standfest. Kein Foulspiel läuft weiter. Flanke von Suttner, Burgstall erklärt. Herr Schöckenhofer, der natürlich viel laufen lässt, das ist eben sein Stil. Und das ist auch in Ordnung so. Die beiden gelben Karten gab es aufgrund übertriebener Kritik von Kienast und von Wolf. Ganz ungefährlich geklärt von Klemm. Koch, Ballverlust gegen Gorgon, Barazid. Ja, das war zum einen schön gespielt, zum anderen könnte man auch hier über Geld nachdenken. Thomas Burgstaller hat sich da die Gurke geben lassen vorne Barazid. Und hat es dann natürlich nur noch auf dieses Foul abgesehen und Barazid wäre in aussichtsreicher Position in Richtung Strafraum gezogen. Bisher waren seine Freistöße noch nicht richtig von Erfolg gekrönt. Auch der Ball vorerst mal nicht zumindest. Wolf. Odol wird da gehalten. Aber Schergenhofer hat das trotz der großen Distanz, die da zwischen seiner Position und dem Foulspiel war, gut gesehen. Und Suttner hat es auch gut daran getan, dieses sogenannte taktische Foul zu begehen, denn Bodol wäre da auf und davon gewesen. Kinas sehr schön abgelegt per Kopf. Auch wenn diese Aktion nicht zu 100% geklappt hat, es ist klar sichtlich, dass dieser Treffer Sturm wirklich gut getan hat. Budul gegen Dilawar, Suttner gesellt sich dazu. Es gibt wohl nicht viele Spieler in der Liga, die über eine derart ausgefeilte Technik wie Bodul verfügen.
Ja, da geht die Fahne rauf, aber dennoch, das war ein gefährliches Spiel, was Thomas Jun da betrieben hat. Linker. Lindl. Diller war ohne Not diesen Pass gespielt und jetzt muss er aufpassen, dass Wolf nicht vorbeigeht mit Tempo, aber dann noch einmal selbst gut ausgebügelt diesen Fehler. Lindl, das muss schneller gehen. Gorgon. Klein kommt mit. Handspiel wird zumindest reklamiert hier in der UPC Arena. Nicht nur von Bodol, sondern natürlich auch von den Fans. Aber Schalkenhofer hat da keine Absicht erkennen können bei Alexander Gorgon. Jun will den Freistoß, bekommt ihn auch. Da kommt der Ball von Lindl und wieder keine Gefahr für Sturm. 3 Minuten noch zu spielen in dieser ersten Hälfte. Die Grazer führen durch das 8. Bundesligator von Darko Bodol mit 1:0. Sind auch mittlerweile die bessere Mannschaft. Die Austria, die hier keinen Druck ausüben kann, die lange Zeit hier viel mehr vom Spiel hatte. Die Großchancen blieben aber dennoch aus, bis auf ein, zwei gefährliche Situationen. Ähnlich wie jener hier über Parasit. Der muss warten, bis jemand mitkommt. Und jetzt wird es schwierig für ihn. Und das war dennoch sauber gelöst. Suttner mit der Flanke und der Ausgleich. Ein tolles Kopfballtor von Zlatko Junusovic zum 1:1. Oh, der ist phasenweise hier richtig gehend untergetaucht und dann so ein Treffer per Kopf. 6. Saisontor für Junusovic. Markus Suttner natürlich einer der ersten Gratulanten nach dieser Maßflanke und natürlich auch top gemacht von Parasit. Aber dieser Kopfball fast im Zurückgehen von Junusovic. Super Tor zum Ausgleich. Und ganz interessant, dass beide Treffer in einer Phase fielen, als eigentlich die jeweilige andere Mannschaft die bessere war. Stand fest. Oh, Kinas kommt zum Abschluss und Heinz Lindner mit einer Glanztat nach diesem Fehler von Emir Dilava. Die Flanke von Standfest nicht gut. Dilava verschätzt sich aber komplett, kann nicht klären und deshalb muss hier Lindner eingreifen bei diesem, ja, ich sag mal, interessanten Abschluss von Kinas, denn auch der hat den Ball gar nicht voll getroffen. Sah mir mehr nach Schienbein aus. Wolf. Stand fest. Kantner, wollte schon sagen, kein Abseits, aber dann wird hier doch eine Abseitsstellung von Wolf angezeigt. 1 Minute wird nachgespielt in dieser ersten Hälfte, die zwar
auch viel Leerlauf geboten hat, aber einen sehr interessanten Spielverlauf auf alle Fälle. Nachdem die Austria in der ersten halben Stunde eigentlich das spielbestimmende Team war, aber nicht wirklich viele nennenswerte Chancen sich erarbeiten konnte und dann Sturm dennoch in Führung gegangen ist durch den Treffer von Darko Bodol. Und dann mitten in dieser guten Phase von Sturm dieses tolle Kopfballtor von Junuzovic. Sein erster Kopfballtreffer seit dem 29. Juli 2000.